Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind aktuell noch auf der 331 Version und der Hario und der Fahrt aufstehen. 6.21 Uhr, das kann ja wohl nicht Spaß sein. Um 6 geht's los. So, moin. 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 So, gut. Einer muss die Wäsche machen. Meine Schlüpper und meine Strümpfe. Nein, ja, es geht weiter, meine lieben Freunde. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Harry, wir müssen, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ja, auf jeden Fall sehr viel. Wir müssen auch noch Geld eintreiben. Ja, und wir müssen ein paar Maschinen besorgen. Haben wir mittlerweile das Joskin Gülle bestellt für den Schlag? Also das, also für den Feldmann. Ja, ja, für den Feldmann. Ist ja Schlag. Ja, ja, aber Rechnung geht auf Feldmann. Also bestellt ist es auf jeden Fall. Das ist Linie Hof. Er ist ja trotzdem, aber Feldmann war hier. Okay. Also schreibe ich die Rechnung auf Feldmann. Ja, ihr macht doch. So. Also das ist bestellt. Da brauchen wir auch noch das Geld dafür. Beim Ringeler, das ist auch bestellt. Wollte ich gerade fragen, ist der Futtermischwagen bestellt? Der ist bestellt. Und müssen wir halt auch noch Rechnung und alles eintreiben. Der Futtermischwagen, also der ist aber schon gekauft, ja? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist okay, alles klar. Ja, naja, Harry, wie hast du so geschlafen nach der gestrigen Bekanntgabe bei der Stadt? Ja, es war ja schon eine heitere Diskussion, die wir da hatten, ne? Aber ja. Naja, es war schon eine ganz schöne Hausnummer, das musst du schon wirklich sagen. Stefan, du hast ja nichts davon mitgekriegt, oder hast du es mitbekommen? Nee, nicht wirklich. Ja, die Stadt hat neue Auflagen gemacht. In dem Sinne sollen kommen neue Auflagen und nur halt unter anderem viel mit Verordnungen und so weiter und so fort in sämtliche Richtungen, und da waren ein paar Sachen dabei, mit denen einige nicht so einverstanden waren. Ja, okay. Ja, ja. Wir hatten irgendwie das Gefühl, wo es um den Landhandel ging, waren die Leute nicht so begeistert. Ja, das schlug die Stimmung automatisch irgendwie ganz negativ um. Es ging halt einfach darum, dass wir nur mit sehr wenig Getreide beliefert werden. Und da gab es halt jetzt eine Verordnung geben, dass halt 250.000 noch eingelagert werden dürfen, ne, als Bauern. Und der Rest soll dann über den Landhandel verkauft werden oder an den Landhandel verkauft werden, dass wir einfach auch genug für unsere Produktion haben. Ja, dann werden unsere Lager wenigstens mal voll. Ja, das Problem ist halt einfach, dass wir wirklich lagerbestandstechnisch ziemlich am Arsch sind. Also da ist gar nichts mehr los, muss man einfach mal so sagen. Wir haben gut produziert, also wir haben da fällt mir gerade noch was ein, siehst du, wir haben von allen Sachen wie Dünger und Saatgut und den ganzen Krimskrams, haben wir wirklich einiges auf Lager. Das Problem ist halt nur, wir haben aktuell nichts, um nachzuproduzieren. Wir müssen halt schauen einfach, wie lange das reicht. Aber das ist halt, das werden wir sehen. Fakt ist eins, wir brauchen unbedingt die Dieselherstellung, muss wieder laufen. Ja? Ja, Schlag eben, moin. Ja, servus. Ich war ja nicht da die Tage. Sei froh. Ja, ich hab's schon gehört, so die. Ja. Stadtpresse funktioniert ja. Naja. Pass auf, wie ist das mit dem Futtermischer, den liefere ich gerade aus? Ja. Ringele. Wie ist das damit mit der Bezahlung und wie sieht das aus mit den John Deere, die ausgeliefert worden sind? Die John Deere, die ausgeliefert sind, sagst du uns, was du bekommst? Okay, und für den Futtermischer hattest auch du da mit Dings was vereinbart? Nee. Sicher? Er hat mir was anderes erzählt. Ach so, nee, warte mal, war das für die Johnnies oder den Futtermischer? Dann kann es sein, dass es für den Futtermischer war. Für einen von beiden hatten wir was vereinbart, ja. Oder dann war es hat er mir was von 2,5 erzählt? Ja, wenn er das ganze Sonntag liefert, hat er ja nicht gemacht. Okay, also nur noch 2. Oder 1,8, wie es normal ist. Ey, mach mir mal für die beiden Johnnies 1,8 und für den Futtermischer 1,3, bitte. Ja, also 3,1. Genau, dann passt das. Schick ich dir. 3,1, Karl. Bezahle ich direkt, das holen wir uns dann vom Kunde. Gut. Passt. Oh, prima. Okay, ja, super. Alles klar, bis dann. Tschüssi, danke dir. Tschüss. 3.100 kam jetzt der Futtermischer und die Johnnies. Warum die Johnnies nochmal, Chef?
Wieso nochmal? Ja, weil ich doch letztens, wo du mir das am Funk erzählt hast, vor ein paar Tagen, wo das darum ging, hatte ich doch schon mal die E-8 überwiesen. Die hattest du schon bezahlt? Ja, natürlich. Warte kurz. Da hast du ja noch gesagt, warum? Ja, ja. Nee, bleib ruhig. Alles gut. Ich ruf nochmal an. Kein Problem. Ach. Ja, da ist gerade aufgefallen, die 1,8 sind schon bezahlt für die Johnnies. Die wurden vom... Ja, hast du ja gemacht, stimmt. Ja, das war schon das zweite Mal. Okay. Ja, also der Harry hatte die 1,8 schon bezahlt. Wolltest du es jetzt wieder haben oder soll ich dir das gut schreiben für die nächste Lieferung? Du kannst mir das gut schreiben, wenn du dir das merkst. Ja, ist kein Thema, dann schreibe ich mir das auf, dann ist die nächste Lieferung zu dir kostenlos. Okay, so machen wir's. Alles klar, danke. No, danke dir. Da vielleicht so gut wie möglich noch was rausbekommen und dann halt ja die anderen Felder, dass wir da wirklich mal zu Potte kommen, weil du weißt ja selber, das ist ein bisschen Gemärre manchmal. Harry, okay, würdest du... Ja, Chef? Nee, mach der erstmal. Dann würde ich jetzt losmachen, wenn ihr mich hier nicht mehr braucht. Ja, Chef, hast du noch was? Nee. Ich würde nur, okay, dass wir den ich weiß nicht, ob der Feldmann da ist, im Schlag, wie viel kriegen wir noch? Wie viel bekommen wir noch? Vom Feldmann? Ja. 19.467. Gut, und vom Ringeler? Vom Ringeler 52.576. Das müssen wir uns merken, ne? 52.000? Ja. Die Johnny-Wartung, oder was? Nee, für die Johnny-Wartung nicht. Das haben wir doch alles schon abgeklärt. 52.000 für was? Na, für den Futtermischer. Ja. Bekommen wir noch 52.000. Ach so, Steuern. Die Steuern sind ja auch schon, die Steuern sind ja schon 30.000. Das ist richtig. Ja, ja, okay, alles klar. Wie viel war Schlag? Also Schlag war für den Joskin noch 19.467. Ja. Gut, was machen wir? Pass auf, wir haben sehr, sehr viel Kompost. Ich überlege gerade, warte mal, wo produzieren wir in der Dieselherstellung, glaube ich, haben wir Kompost über als Nebenprodukt. Da haben wir 157.000 Liter drin, wir haben 200.000 Liter im Lager. Also wir müssen da das jetzt mal verkauft haben. Ja? Ja, Schlag hier. Servus, pass auf, kannst du auch, der Feldmann hat bei uns was bestellt. Dieses Joskin Gülle, das müsste bei dir auch angekommen sein. Das ist durchaus möglich, ja. Ja, da ist noch, da sind noch keine Steuern und nichts bezahlt. Kannst du das auch machen oder müssen wir auf Hartmut warten? Weil ihr seid ja jetzt ja euer Hof. Ja, kann ich machen, erzähl, was kannst du? Harry, wie viel? 19? 19.467, Chef. 19.467 sind da offen. Also 19.4. Ja, ohne. Genau, gut, Harry, dann. Würde ich sagen, dass wir uns vielleicht mal den Kompost holen und mal fragen, was der. Ich würde mal den Fritzelhof anrufen, würde mal fragen, was die geben. Das können wir machen. Wollen wir dann wieder mit Doppelgespann fahren? Also LKW. Wir müssen das an Fritzel verkaufen, ne? An die BGA, oder? Dankeschön. Ja. Alles klar, bis dann. Danke, Karl. Ciao. LKW, na klar. Gut, machst du LKW und ich komme mit dem Fendt wieder mit. Fendt oder ja, genau. So. Das, ja. Würde ich auf jeden Fall mal den Fritze anrufen. Hä? Harry? Ja, Chef? Wollen wir erstmal zur Diesel fahren? Können wir machen, auf jeden Fall. Ich muss mir erstmal tanken hier. Ja. Guck mal bitte gleich, wie viel noch drin ist. 4000 Liter. Scheiße. Das ist natürlich problematisch, das kann ich jetzt schon sagen. Und denk bitte dran, dass wir nicht mehr durch die Baustelle fahren, das wird unendlich teuer. Ja, Chef. Okay. So, der Kompost. Wir haben echt viel Kompost. Wenn wir Glück haben, kriegt man davon einiges los. Beziehungsweise wir können sie an die BGA verkaufen, dann muss es uns ja abkaufen. Ja, wir machen das auch so. Alles für die Wasser. Ja, hallo? Hallo! Hallo! Hallo!
Hallo? Dirk McGeck. Was? Dirk McGeck. Ihr Ecknelfergig. Ah, oh, das ist wunderbar. Ja, ist Qualfunkgeck A. Gut, das ist gut. Qualfunkgeck A. Ja. Ja. Hast du auch die extra Miesmuschel mit drauf gemacht mit der indischen Soße? Hat er gemacht. Miesmuschel Albei. Ah, okay. Ja, Qualfunkgeck A. 7,50 €. Okay. Ja, komm geholt. Jo. Komm geholt. Was? Komm abholen. Ich komm abholen. Was? Jetzt gleich. 7,50 €. Jo. Mit Miesmuschel. Alles klar. Ja. ich hab Kompost. Ja, komm ich dir ab. Wie viel? Wie viel kriege ich dafür? Ein Moment. Keine Zeit, Junge. Ja. So, was gibt's? Kompost, so. Irgendeiner. Ich würde dir 300 dafür geben. Warte mal ganz. Ich habe hier viel Memo. Ja. Wie 300? 300 die 1000 Liter. Für Kompost? Ja, ist doch nichts wert, der Scheiß. Hast du Lack gesoffen? So? Wie, der ist nichts wert? Ach komm, ey, da gewinnst du doch kein Pokal mit mir damit, ey. Nee, gewinnst du wirklich nicht mit deinem Preis. Ja. Was willst du denn dafür? 750. Was, der kostet, wenn ich den Verkauf koste, 722, Digga. Ach, du kriegst 722, du willst mir 300 geben? Da haben wir ja direkt den Fisch gefangen, haben wir den da ja direkt. Da haben wir gefangen. Ja, da haben wir den Fisch direkt gefangen, also machen wir einen ordentlichen Preis. Ja gut, 500. Wie viel kriegst du? 722. Wie wär's denn, wenn du langsam mal deine Fairness an den Tag legst, so wie es der Landhandel macht und dir 20% Marge nimmst und gut ist. Ja? Weil da sind wir nämlich genau wieder beim Punkt. Wir arbeiten immer für den... Und hier, drei... Da würde ich gerne den Friedrich anrufen jetzt. Warum? Na warum? Da muss auch mal eine Regelung her. Ach, muss das? 20% Marge, weniger wollen wir nicht verkaufen. Ja, dann komm. Also, das sind dann wie viel? Wir wollen ja mal Taschenrechner. Also. Weil Kopfrechnen ist so nicht meine Stärke. Oh. Alter, hey Siri. Wie viel ist 722 mal 0,8? 0,8. 580. Ja, 580. Oh. War ich doch gar nicht so verkehrt mit meinen 500, was ist denn los? Nee, mit deinen 300 war es aber ziemlich daneben, würde ich sagen. Hallo, das war das Öffnungsangebot, da muss man mal eben ein bisschen ankommen. Gut, also 580, ja? Ja. So wird's. Guti. Tschüss. Ey, sag mal, sind die eigentlich. Ja, weiß ich doch nicht. Mein Gott, ey. So. Harry. Ja, Chef. Ja, wir sollten mal bei der Stadt anrufen und sollten da mal fragen, ob die uns eigentlich verscheißern wollen. Was ist denn los, Chef? Naja, mit den Preisen. Also, wir machen immer faire Preise. Ja. Wir tun immer auf 20% Marge auf den Tageshöchstpreis. Das wird übelst angekreidet, ne? Ja. Und so weiter und alles. Ich gehe jetzt gerade und zur BGA und ich muss ja dort verkaufen. Ja, na klar. Und da sagt der Fritze zu mir, ja, für den Kompost gebe ich dir 300. Ich sag, was? Hä? Da habe ich gesagt, wie 300? Und da hat er gesagt, ja, 300. Und da habe ich gesagt, Alter, was ist denn heute los? Ja? Ja, Schlag hier, moin. Jo. Wo bist du gerade? Dieselherstellung am Hafen Nord. Kannst du bitte sehr kurzfristig mal zur Feuerwehr hochkommen? Ja, bin ich in der Nähe. Es gibt aktuell ein Problem und zwar ist die Liv anscheinend irgendwo im Wald gestürzt. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Hä? Der Bayer rief mich gerade an. Fritzel kommt auch hoch zur Feuerwehr. Wir müssen mal eben einmal das HLF besetzen, um zu gucken, wo die eventuell ist. Was, die ist im Wald gestürzt? Ja. Ach, Scheiße.
Also ich bin auch auf dem Weg zur Feuerwehr, dann lass da gleich ein Treffen. Ja, wir fahren direkt hin. Jo, tschüss. Alles klar, tschüss. Sag mal, ging das hier nicht raus irgendwo? Harry? Der Schlag hat mich gerade. Der Schlag hat mich gerade angerufen. Wir müssen direkt zur Feuerwehr. Gut. Hast du voll? Ich hab voll, ja. Ja, dann direkter Weg zur Feuerwehr. Die Lift hat angerufen, die ist irgendwo im Wald gestürzt und die weiß nicht mehr, wo sie ist und bla und keine Ahnung. Wir müssen die suchen gehen. Ach du Heimatland. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich hab mich aber hier gerade komplett verfranst. Warum? Wo stehst denn du? Mit 70.000 Litern. Es ist schon wieder ein Anruf, ja? Ja, schlag nochmal hier, hallo. Ja, Karla, Mensch, heute läuft's aber. Ja, das sag ich auch, du. Das reicht aber, wenn du hochkommst. Ich hatte den Fritzl jetzt informiert und dich. Ich komm hoch, das reicht, wenn wir dann zu dritt rausfahren. Ja. Also brauchen nicht die ganze Feuerwehr dazuschlagen. Gut, alles klar. Ich hatte den Harry jetzt nur noch Bescheid gesagt, aber dann sag ich den wieder ab. Ja, den lass mal weiterarbeiten, dann haben wir nicht so viele Arbeitsausfälle überall. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Jo, tschö. Jo, ciao. Harry? Chef. Du brauchst nicht mitfahren, zu zweit reicht. Ah, alles klar, gut. Naja, dann kümmere ich mich um den Kompass, aber was ist denn da jetzt mit dem Preis? Ja, rausgekommen sind jetzt 577. Das ist doch ein schlechter Scherz. Der kriegt über 700 dafür, wollte mit 300 andrehen. Und da habe ich gesagt, also wir machen unsere 20% Marge, da wird sich drüber beschwert, weißt du, und dann, wo du verkaufen musst, ich will da jetzt kein Fass aufmachen, in der BGA, wo wir müssen, da kommt, werden ein solche Dinge an den Kopf geknallt. Na, herzlichen Glückwunsch, Alter, mal ganz ehrlich. Das geht nicht so weit, sorry, aber da müssen wir auch nochmal mit der Stadt sprechen, da hast du schon recht. Naja, was soll denn das, ich habe gesagt, pass auf, du nimmst jetzt deine 20% Marge und mehr zahle ich nicht. Das ist richtig. Ja. Wo soll ich das nur abkippen hier? Oder wir schaffen es in die. Setz mit Fritzl nochmal in. Oder. Warte mal, bin ja gleich an der Feuerwehr, aber BGA. BGA, da schreibst du mir aber erstmal auf, was wir so hinbringen. Ja, genau. Alles klar. Harry? Ja? Ja? Die anderen Felder gehen leider nicht zu düngen. Alles klar, dann kannst du erstmal wieder reinkommen auf den Hof und baust aber dann schon mal die Grastechnik an. Ach, siehst du, Gras, ja. Ja, gut. Feld 55 geht noch zu düngen, das dünge ich doch schnell fertig und dann komme ich hoch. Klar, danke dir. Jo, wir müssen mal schauen, grastechnisch, was wir machen. Ob wir das Gras. Ja doch, wir fahren das Gras einfach ein. Ja. Müssen wir schauen, die Heutrocknung ist auch durch. Müssen wir beim Ringel auch abrechnen, Harry, ne? Ah, stimmt, da müssen wir auch nochmal. Da hattest du dir aber die Dieselliter notiert. Ja, das waren... Ich musste mal ganz kurz hier ein Notmanöver machen. So, die hatte ich mir notiert, ja. Ja, gebe ich dir dann nochmal durch. Ich muss erstmal los hier. Ich bin bei der Feuerwehr, ne? Alles klar, aber wo soll ich abkippen? Immer noch in der BGA. Achso, warte. Krawatte so. Noch richten oder was? Steig ein! Ja, bleib ruhig, Mann, Junge. Bin hier noch am Funken. Du siehst letzte Dinger, wo kommt der scheiß Kompost in der BGA hin? Der muss doch nicht zur BGA. Wo muss der hin? Mein Lager. Harry, der kommt ins Lager. Bei Fritz ins Lager. Ah, alles klar, okay. Gut. So. Was ist denn hier? Kein Blaulicht heute oder was? Ah, das ist immer so. Mein Gott, ey. Wir haben Sonderrechte frei. Guck mal im Handschuhfach, da liegen zwei Waffen. Fahr einfach, halt die Klappe. Wo sollen wir hin? Wo geht's hin? Was ist? Erzähl doch mal. Achso, ich dachte, du wüsstest Bescheid. Ich dachte, der Lift ist gestürzt und liegt im Wald und weiß nicht, wo es ist. Das weiß ich, genau, was ich weiß. Und ist verletzt. Der Bayer trifft uns sich jetzt oben am alten Landhandel, beim Bauhof halt jetzt. Da geht's ja den Weg hoch zur Kirschplantage. Dort steht der Herr Bayer und gibt uns dann weitere Infos. Mhm. Okay. Deswegen hat er auch von zwei Mann angerufen, wo ich ihn weggedrückt habe. Junge, fahr doch mal auf der Straße, was ist denn nur los mit dir, ey? Wir müssen uns beeilen, es geht um den Leben und Tod. Ja, sicher, aber deswegen können wir ja auf der Straße fahren, dafür ist sie doch da. Denn die Tür ist auch nicht richtig zu.
Echt jetzt? Du fährst schon wieder auf der... Ja, ist doch egal. Das ist meine Wiese auf, der fährst du nicht, mein Freund. Hier will ich nämlich gleich mähen. Ich wollte auch noch mähen. Ja. Und ich muss Felder anziehen und alles. Ich hab keine Zeit für sowas hier. Das ist deine Frau? Ja. Na, ja. Du bist ein ziemlich entspannt dafür. Ja, sicher, was soll ich denn sagen? Ja, wie, was soll ich sagen? Wenn meine Frau weit liegt, wüsste nicht, wo sie ist und ist gestürzt, hätte ich aber einen anderen Blutdruck. Fahr den Bayern schön. Ja, ja, fährt dran. Nein, fahr ich nicht, Junge. Ja, ja, chill doch. Blick hier mit dem Brillen hier. An alle Einsatzkräfte, kurze Lagebesprechung. Wir warten noch schnell auf den aktivierten Herzschlag. Meine Güte, ey. Hallo, meine Herren. Aber was ist jetzt hier los? Moin. Ja, warten wir noch kurz auf den Herzschlag, Herr Schlosser, die sind auch gleich da. Ja. Geht nur um eine Person. Es geht nicht um meine Frau! Herr Freezy, ganz ruhig. Ich bin im telefonischen Kontakt mit der Frau Hansen. Ihr geht soweit gut, ne? Ist alles in Ordnung. Sie ist hier anscheinend hochgeritten. Ein Moment herbei. Miguel? Ja? War das so besser? Deine Frau, musst du wissen. Das ist... Wow. Der hätte mal gleich einladen können hier. Verlegen wir die Fahrzeuge kurz hier rein. Oben, da können wir es besser abstellen. Und dann schauen wir mal im Wald, dass wir sie finden. Ja. So, meine lieben Freunde. Aber wir werden die Suche jetzt der Frau Hansen beginnen. Mal schauen, was da passiert ist und wo die steckt. Aber wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und schaut bei Freezy vorbei. Tschüss. Tschüss.